Der langjährige Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Norbert Blüm, ist in der letzten Nacht im Alter von 84 Jahren verstorben. Unser Land verliert damit eine der prägenden, der markantesten, der beliebtesten Persönlichkeiten der Nachkriegsgeschichte. Für viele Menschen war Norbert Blüm der ewige Arbeitsminister. 16 Jahre im Kabinett von Bundeskanzler Kohl. Er war das soziale Gewissen der Bonner Republik. Über Jahrzehnte war er zudem Abgeordneter. Bonn und das Rheinland sind für Norbert Blüm seit Jahrzehnten auch zur persönlichen Heimat geworden. Und er hat immer für die Ideale der Bonner Republik, auch für Bonn, als wichtigen Ort in der Bundesrepublik Deutschland gekämpft. Und dieses hohe Staatsamt war für Norbert Blüm niemals ein Zweck an sich. Er engagierte sich mit Herzblut für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Schutzbedürftige und für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Er wollte das Leben der Menschen verbessern. Und hat auch dafür jeden Konflikt gesucht, wenn es nötig war. Eine seiner großen Errungenschaften, von denen bis heute Millionen Menschen profitieren, war die Einführung der Pflegeversicherung. Eine Pflegeversicherung als weiteres Standbein der Sozialversicherung, bezahlt von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, hat es ermöglicht, dass heute Millionen Pflegebedürftige menschenwürdig leben können. Norbert Blüm war lebensfroh, menschennah, auch streitbar. Ich erinnere mich noch an seine Reise nach Chile als Arbeitsminister einer Bundesregierung, wo er alle diplomatische Etikette hinter sich gelassen hat und dem Diktator General Pinochet ins Gesicht kritisiert hat und ins Gesicht gesagt hat, dass Folter nie akzeptabel ist gegenüber Menschen. Das entsprang seinem christlichen Glauben. Er hat ihn immer geprägt. Er war eine unerschöpfliche Kraftquelle für sein lebenlanges Wirken. Und auch als er nicht mehr im Parlament war, als er nicht mehr in der Regierung war, hat er sich weiter für Menschenrechte, für Gerechtigkeit weltweit eingesetzt. Er hat sich in der großen Flüchtlingskrise des Jahres 2015 auf die Seite der Bedrängten, der Menschen in Not gestellt. Für meine Generation war er eine prägende Politikerpersönlichkeit. Auch für mich persönlich war er ein Vorbild, ein wichtiger Ratgeber bis in die letzten Tage. Noch jetzt im April hat er mir einen Brief geschrieben, schon schwer von der Krankheit gezeichnet, in dem er einzelne Anliegen noch einmal vorgetragen hat, in dem er aber auch in diesen schwierigen Zeiten motiviert hat, inspiriert hat, ermutigt hat und zum Engagement für das Gemeinwohl eingetreten ist. Seine liebenswerte Art, seinen leidenschaftlichen Einsatz für Gerechtigkeit, seine tief empfundene Nächstenliebe und nicht zuletzt seinen ausgeprägten Humor werden wir nicht vergessen. Norbert Blüm war jemand, dem man stundenlang zuhören konnte, weil er immer gute Ideen hatte, weil er immer mit Herzblut sprach und weil er auch, was in der Politik nicht häufig der Fall ist, einen hohen Unterhaltungswert hatte. Norbert Blüm hat seinen festen Platz in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen und in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind seiner Frau Marita, seinen Kindern und seiner ganzen Familie in diesen Stunden im Gebet und in Gedanken eng verbunden.